Yep. Wie geht's weiter? Deep underground in the dwarven mines. Be aware there are no warning signs. You could turn around and just walk away. And then live to fight another day. Er meint, die Zwergenminen sind gefährlich. Okay. Da sollen wir uns überlegen, ob wir da reingehen oder sie lieber meiden und lieber noch einen weiteren Tag leben. Das goldene Sonnenidol ist jetzt unseres. Damit wischen wir ihnen der Elfenbeingilde schon das Grinsen aus dem Gesicht. Weil wir es bekommen haben und sie nicht. Die sind nämlich vom Drachen gefressen worden. Wir wissen nicht, was sie damit machen wollen. Es ist auf jeden Fall ziemlich hässlich und diese dummen Augen, diese dumme Nase und irgendwas an seiner Unterseite ist geschrieben. Dieses Idol wurde von den Zwergenminenkonglomerat gespendet oder hergegeben, irgendwas so in der Art. Wir, die die Gilde hier führen, kennen das auf jeden Fall irgendwoher. Also die Zwergenminen, die sind irgendwo im Norden. Warum macht sich die Elfenbeingilde überhaupt für so hässliche Sachen die Mühe? Haben die vielleicht irgendwie eine Partnerschaft? Mit den Zwergen haben sie deshalb so viel Gold und unsere Gilde nicht? Alles klar. Irgendeine Verschwörung? Also am besten hauen wir mal dort zu, wo sie am meisten wehtut, bei den Zwergen. Einfach ein bisschen Randale machen. Klingt gut. Alles klar. Neues Gebiet freigeschaltet. Dann haben wir da die Bosse nochmal. Sind das immer die gleiche Anzahl Bosse? Immer 6, hä? Nee, Moment, hier sind es nur 1, 2, 3, 4, 5. Das eine Mal mussten wir ja nur was klauen. Genau. Und überleben, also abhauen. Schauen wir mal. Hat 2. Hat auch 2. Hat nur 1. Besiege den Zyklopen. Oh Gott. Wie oft wird uns das jetzt wieder Zeit kosten? Schauen wir mal. Ist das jetzt das Große? Ich glaube ja. Ja, okay, man kann immer nur die ganz höchste aufgewertete Blessing benutzen. Also wird es das Richtige sein. Hau ich mich mal mit dem Zyklopen und gucke mal, ob uns 20 Minuten dafür reichen. Wie viele Dungeoneers dabei sterben. Wo ist er denn? Aha, da bist du. Der freut sich, dass da so ein Snack für zwischendurch, wie wir da so freiwillig vorbeikommt. Okay, was haben wir hier? Zwergenarbeiter, infizierter Slime. Was bist du? Ein Vampir. Okay. Dein Level ist aber schon Level 3. Das finde ich nicht so gut. Da steht eine Kiste. Du bleibst da stehen. Du hast keinen Weg vorgegeben. Das heißt, ja. Das heißt, wir können uns in aller Ruhe vollpumpen erstmal. Würde ich mal sagen. Weil der haut bestimmt weh. Also der haut bestimmt ordentlich rein, dass es weh tut, so. Was planst du, mein lieber Slimy? Boink. Mit Decay werden wir dir allerdings schon wehtun. Ich habe schon wieder den Shapeshifter ausgewählt, fällt mir gerade mal auf. Warum mache ich das? Das ist doch so krass. Ha, überlebt. So.
Warum hat er den Shapeshifter ausgewählt? Weil der gerade letztens einer wiedergekommen ist. Ma. Across the land from far and wide, they come to the guild and want to fight. Sad to see them sliced and diced. Not only once, but twice and thrice. Weil der Shapeshifter im Menü auch da in der Gilde nach dem Ranger kommt. Ja, weil er hier ist. Es geht wahrscheinlich so. Bzzp, bzzp. Ich will aber mit dem Ranger da rein. Hat schon Kampfnarben. Auch nicht mit dem Bruiser. Danke. Also wenn das letzte da ist, er hat den automatisch. Oder war ich so doof? Nee, der war gerade automatisch ausgewählt und ich habe einfach nur nicht hingeguckt, ne? Gut, jetzt haben wir nur Zwergengräber-Typen. Hier oben stehen. Ja, du läufst lieber da außen rum, statt dich mit dem Zwerg anzulegen. Auch gut. Ein Albino-Goblin. Okay, das ist irgendwie süß. Wie mache ich das, ohne mir den Weg darunter zuzubauen? Hehehe. Ich finde die Wege gerade alle doof. Mm. Weil irgendwie muss ich an den Zyklopen nachher auch drankommen. Albino-Goblin, alles klar. Alle meine Angriffe bringen mir leider gerade wenig. Das tut weh. So. Tenacious hat er auch noch. Das ist schon ein bisschen doof. Ich kann nur einen davon blocken. Und bekomme extra Schaden für die nächste Runde, was mir nicht viel bringt, weil du hast Tenacious. Weshalb du wieder aufstehst. Und dann haust du mir das rein und stirbst trotzdem. Ah. Tschüss, Gashi. Aber weil wir dazwischen dann zuerst gestorben sind. Always know they have no chance. Especially when they wet their okay. Pants. But in the end, the guild survives. Hurrah, hurrah. Hooray. Ja, jetzt ist natürlich wieder der Shapeshifter zuerst ausgewählt. Meh. Und wieder so eine blöde Auswahl. Naja. Wer ist das kleinere über? Tenacious ist halt kacke. Der wäre Brittle. Ist aber nur bei 4 plus. Ich versuch's mal gegen den. Und den Weg mache ich noch nicht, weil sonst läufst du da direkt rein. Das wäre kacke. Leg dich mal mit einem Zwergengoldgräber an hier. Aua. Aua. Du bist Level 1? Aua. Das ist ja schon übel.
Ich habe mich nicht verguckt, der Zwerg ist Level 1, ne? Oh gut. Ein Zombie. Der hat halt die K, das ist nur plus bei 2 und das ist einfacher. Wir brauchen irgendwie noch Weg, auf dem wir dich beschäftigen können. Und wenn du es nicht schaffst, klappt es vielleicht mit dem Ranger danach wieder. Jede Menge magischer Schaden. Okay. Oh, bist du gemein. Na gut, ich habe unblockbar. Und extra Schaden durch die K. Kann ich nicht blocken. Das hebe ich mir mal zum Blocken auf. Boom. Jetzt brauchst du nur noch. Drei Schaden. Nein, ich kann nur einen blocken. Oder heilen. Nein. Tschüss, Andrea. War schön mit dir. Boah, werden die Viecher leise böse hier. Ach du meine Güte. Once again they tried in vain to overcome and not be slain, but overrun and very scared. Our heroes fell in battle. Boah. Du hast einen Battlescar, deswegen hast du schon einen. Ich weiß nicht. Boah, die Monster waren ja echt fies. Der extra Bonus hier durch die Sachen macht halt gerade auch nicht viel. Ah, jetzt willst du mal den... Ja, okay. Interesting. Vielleicht doch mal ein anderes Blessing. Aber das ist halt schon nicht schlecht. Infizierter Slime. Und die restlichen Wege finde ich doof. So. Schnapp dir den. Was hat denn der drauf? Viel Magie. Tut weh. Damit holen wir uns extra Autsch. Kriegen aber auch Autsch auf. Pump. Eieiei. Und nochmal Magie. Ah. Wenn ich was zum Blocken hätte, könnte ich es blocken. Alter, was haben die für fiese Kartensets? Ach du meine Güte. We always know they have no chance. Especially when they wet their pants. But in the end, the guild survives. Hurrah, hurrah, hooray. Aber ich will jetzt keinen von denen mit zwei Dingern machen, weil die schaffe ich glaube ich nicht. Es sind nur noch 10 Minuten. Was ist da für ein merkwürdiges Kunstwerk da in dem Korridor? Ah, so sehen die Fontänen hier aus, okay. Okay, das klingt nicht schlecht.
Versuchen wir es damit mal gegen den Slime. Der Runde drauf. So. Der Albino-Goblin ist halt auch fies. Die sind alle fies. Oh, der hat für ein Level 1 Monster, der echt ganz schön viel HP. Ach, du Schande. So, überleben wir den jetzt ausnahmsweise mal. Er macht 3. Das überlebe ich. Doch, damit überlebe ich es. Das hätte ich sogar ohne die Fountain überlebt. Nee, wahrscheinlich eher nicht. Haha. Wegen. Weil dann hätte ich ja vorhin auch nicht das extra Herz gehabt. So. Holy Fire und Arcane ist halt breit gefächert. Damit wäre Crush gleich Level 3. Und damit Level 4. Okay, das klingt nett. Also da oben ist nochmal einer. Oh, ein Genie. 9 HP, Dämonik und Sorcery. Oh, das hört sich nach Magie an. Irgendwie die Wege gerade wieder alle etwas doof. Kann man da was blocken? Ja, können wir. Hahaha. Okay, der Schaden davon tut weh. Ui. Vor allem als Erstschlag. Okay, und tschüss. Okay, Crush Level 4 ist heftig. Ui, ui, ui. Da ist das Netz. Stupidity bringt aber halt Shift bis Level 3 mit Swift. Swift bis Level 3 mit einem Item finde ich schon mal nicht so schlecht. Verfluchte Mumie, oh Gott, oh Gott. Gute? Eine gute, sehr schön. Kann ich mit der Ausstattung den platt machen? Wäre cool. Ah, nee, da ist noch kein Schatz, okay. Das ist eine Sackgasse, das ist doof. Die bringen mir alle nichts. Weil ich möchte ja irgendwie auch wieder da runter. Irgendwie muss ich ja an den doch noch ankommen. Block 2 halt sich 2. Ich kann mich auch heilen. Unblockbar und schnell. Leider kein Brittle, war einer zu wenig. Der verletzt sich selber. Oh, der wird wehtun. Ah. Ich brauche noch 3 Schaden. Die sind nicht blockbar. Tschüss, Taya. Die Karte hätte ich bei einem anderen Angriff gebraucht, Mann. A scream is heard to chill the bones, so lift the earth and lay the stones. A martyr's grave to recompense. But others would have had more sense. Die Karte war gut, nur im falschen Moment. Ah.
Peachy fühlt sich gerade irgendwie lost. Oh je. Das wird schon. Hallo, Zyklopo. Ich kann mal hier einen Weg dran hängen. Nein, die Käfer. Die will ich nicht. Na, haut gleich erstmal da ordentlich was rein. Okay. Boop. Das wird wehtun. Kann nicht geblockt werden. Und ich verliere wieder. Ich mache nicht genug. Tschüss, Alvaro. This is the Guild of Dungeoneering, where Dungeoneers all come to die. One okay. By one, they're disappearing. So now you should say your goodbyes. Haben wir schon irgendwelche Namen doppelt oder haben die echt so ein Riesenrepertoire an Namen? Ja, guckt mal an. Wir haben schon zwei Alvaros da liegen. Der eine war der Shapeshifter von eben. Das andere war mal ein... Nee, eben ist ein Ranger gestorben und dann Shapeshifter. Ah, tut das weh. Okay. Ich glaube, ich mache lieber Schluss für heute. Das wird irgendwie nichts mehr.